Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bzw. der Shocking Return von Butcher Bill Bacon. Also in der Karriere quasi gar kein Return, aber das Let's Play Returned! Wow! Okay, deswegen gehen wir jetzt auch direkt ans Spiel. Nämlich das Match des Abends. Ich darf gegen Curtis Axel ran. Du kannst diesen nicht eingreifen, weil du in einer Relativität bist. Okay. Ja, guck mal hier, da dürfen wir jemanden verhauen. Wir sind in einer Relativität mit... Oh, Sami Zayn, jojo. Wir sind noch in der NXT und machen jetzt unser mega krasses Match, Alter. Auf zum Match. Kommt erstmal unser krasser Entrance. Ich glaube, den habe ich jetzt gerade ausgestellt. Naja, egal. Vielleicht sind wir ja in der Tropstim. Jawohl! Wie kommt da? Butcher Bill Bacon! Komm schon, da ist er! Bacon! Aha! Da ist er! Mein schwarzer Hulk geht zum Ring. Easy. Ja gut, dann mach mal weiter. Wie können wir dann hier weitermachen? Ja, hier. Jetzt kommt hier Curtis Axel noch in den Ring. Da ist er. Jetzt kommt sein Theme-Song. Und das war's. Jetzt steht er im Ring. Wenn die so lange blank abbrochen. Okay, wie war die Steuerung nochmal? Ich glaub. Oh, komm hier, geh schnell weg. Ah, Mist, da war zu spät. Okay, RT war blocken. Dingsbums war dann wahrscheinlich greifen. Okay, da habe ich zu lange ausgeholt. Okay, das ist die Greifattacke. Bam, so hau ich den weg. Oh, geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gerade gemacht habe. Ah, genau, so macht man dieses komische Etwas noch. Hier den... Ich massiere deinen Nackengriff. Oh, hier, Nackenmassage. Nackenmassage. Oh, no. Da haben wir einen... Nein, jetzt habe ich keine Reversal mehr. Nein. Jetzt kann man was Böses machen. Rope Break. Komm, jetzt steh auf, Kumpel. Wie macht man das nochmal? Jawohl. Irgendwann musst du doch wieder aufstehen können, Alter. Komm, jetzt steh doch mal wieder auf. Ja, komm mal hier. Hier wird jetzt geholfen, um wieder aufzustehen. Ja, diesmal ging es jetzt nicht gut. Aber jetzt kann ich ihn verhauen. Ah, nein, nicht so gut. Ach, jetzt wieder ein Pin. Und ein Pin kann ich aber gut einstecken. So, bam! Da, bin eingesteckt. So, jetzt komm raus. Und Reversal. Jawohl, also da war ein Reversal. Boom. Ich glaube, annehmen ist irgendwie hier. Ah, genau. X war die Greifattacke. Da muss ich hier ein paar X nehmen. So, jetzt drücke ich hier. Oh, jetzt kommt der Accolade. Der Pin. Wie er immer versucht, diesen einen Pin zu machen.
Kriegt aber nicht hin. Oh nein, jetzt kriegt er schon wieder einen Hit. Jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Leben verloren. Aber wir sind noch gut im Match. Oh, schon wieder zu spät. Nicht gut. So, den nächsten muss ich gut, besser timen. Jetzt hebt er mich auf und papp. Und das war's. Jetzt kriegt er eine in den Nacken. So, jetzt kommt der Ecolade wieder. Hier, gönn dir mal. Richtig. Okay, dann halt so was. Das countert er wieder. Oh, ich habe ein Signature. Den sollte ich jetzt auch demnächst mal abgeben. Bam, sogar mit einem Power-Out. Ah, nein, jetzt kommt eine Submission. Okay, doch nicht. Da haut mir nur ein paar Mal auf meine Sonnenbrille drauf. Die ist aber aus Titan. Jetzt hast du aber Hand. Und Reversal. Jetzt kommt ein geladener Finisher. Warm, hoch mit dir und wieder runter. Und jetzt wirst du gepinnt. He breaks the cover. No. Ah, da war ich zu früh. Nicht gut. Hahaha. Jetzt kommt der. Ein richtig krasser Megakick. So. Nein, das konnte der immer. Das sollte ich aufhören. Das ist nicht gut. Aber jetzt kommt's. Jawohl, in die Rippeneier. Jetzt kommt nochmal der Ecolade hier. Oder auch nicht hier. Komm doch, komm doch. Und Kick. Bam. Pin. So, oh, wir sind jetzt etwas näher am Rope. Das könnte ein Rope Break geben. Aber, okay, er powered out. Da hat ihn aber fast schon gekriegt. Jetzt hechle ich hier so rum, klatsche ihn direkt um. Ja, genau, so macht man das. Und kaputt hauen. Jawohl, Flying DDT. Schnell, jetzt pin ihn schnell. Das ist unsere Chance. Ah, immer noch nicht. So, jetzt kommt der Body Slam. Ich glaube, so hieß das Ding. Ha, und jetzt laufe ich auf ihn rüber. Komm, das können wir nochmal. Komm, das können wir noch mal. Okay, dann treten wir einfach in sein Gesicht rein. Oh, jetzt die. Ein Yes-Kick, jawohl. Jetzt sollte Platz sein, ansonsten kriegst du gleich ein Signature rein. Okay, jetzt kriegst du es aber ab. Jetzt kriegst du ein Signature an deiner Fresse, Alter. Komm, jetzt steh nicht auf, hier, komm. Mach mal ein bisschen Ausdauer. Machen gleich ein bisschen Ausdauertraining. Signature! Nein, er kontert den. Oh no! No! Pin! So, jetzt bist du aber gepinnt, Alter. Einfach mal so eben easy. So, komm. One, two. Oh no! No, no! Mann! Das ist doch ein richtig harter Gegner, als ich dachte. Aber egal, kriegst halt nochmal einen in die Fresse. Oh no, bin hingeflogen. Das kann nicht sein. Dann macht er da den Move und dann den anderen. So, jetzt kommt aber das Ding hier. Nämlich, das ist voll krass. Und dann schmeißt ihn so weg. Und dann ist voll alles Ende Gelände. Jetzt mache ich so meine geilen Moves. So, yeah. Ich bin der Beste.
Dann jetzt kriegt er nämlich den wohlverdienten Finisher Signature ab. Bam! Jetzt kriegt er noch einen geladenen Finisher hinten drauf dazu, Alter. Guck, jetzt hebe ich den wieder hoch und werf ihn auf die Ringseile. Jetzt kommt der Pin. Jetzt kann er nichts mehr dagegen anhalten. Aus Seiten ein Rope Break. Aber nee, das war safe. Ganz klar, dass wir das gewinnen. Butcherbill Bacon hat mir bewiesen, dass er halt der krasseste Killer im Ring ist. Gönnt euch die Moves. Yeah, richtig großes Drama. Jawohl. Ja, wir haben immer noch unsere Ausrichtung sind Heel. Sind also immer noch der Böse quasi. Und so soll es auch sein, Alter. Wir sind böse. Wir sind nämlich zu stark, als dass wir gut sind. Mein Rang ist gestiegen. Oh, geil. Jetzt sind wir sogar Vierter. Oh, guckt euch das mal an. Ey, wir haben nur 67 Gesamtpunkte, aber sind trotzdem besser als Kalisto. Easy. Joa. Dann gehen wir mal zurück. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Rang gestiegen. Das finde ich gut. Na dann. Gibt es jetzt unser Rivalen-Match? Den Einzug machen wir jetzt mal aus, weil. Wir wollen wir noch ein bisschen vorankommen. Und das ist auch nur das Rivalen-Match, deswegen. Obwohl, im Einzug hätten wir den einen kaputt hauen können. Kann ich jetzt hier noch eingreifen? Ich glaube, man müsste jetzt. Ich müsste jetzt noch. Oh ja, genau. Easy. Ich glaube, jetzt darf ich gleich noch reinkommen und ihn auch noch verhauen. Kann ich jetzt eigentlich. Okay, jetzt macht er irgendeinen Müll. Weißt du, das ist eigentlich nämlich nicht gut, was du da machst. Kann ich den jetzt eigentlich spielen oder was ist jetzt mit Butcherbill Bacon hier? Ich meine, beide können auch euch verlieren. Wäre gut, wenn ein Double Count gewesen wäre. Hä? Kann ich den jetzt steuern oder was ist hier los? Komm, hier, mach kaputt. Du sollst den doch gar nicht angreifen, den da. Besonders, der müsste jetzt eigentlich disqualifiziert werden, weißt du? Hier, siehst du ja sein, hier. Ah, keine Ahnung. Kann ich hier irgendeine Steuerung mal angucken? Nee, oder? Auch nicht. Vielleicht unter Match-Option? Nee, auch nicht. Oder hier nochmal, vielleicht, hier war irgendwas, vielleicht hier. Nee. Lol. Also kann ich den jetzt nicht steuern? Das ist ja mal blöd, oder? Ja, okay, ja, dann. Wenn man den nicht steuern kann, dann. Und er greift immer noch den Falschen an, weißt du? Das ist. Teils echt lächerlich. Das ist. Ich glaube, der eine, der ist sogar da mein Kumpel oder irgendwie sowas. Bis zum nächsten Event simulieren. Hätten wir Superstars. Aktueller Tag-Partner, ja gut. Ah, guck mal, hier, den Zayn, den hauen wir mal wieder einen auf die Fresse. Ja, dann, also den hauen wir jetzt mal einen richtig in die Karten. Ich würde mal sagen, so eine Folge, immer so zwei Matches. Klingt halt gut.
Obwohl, wir sind jetzt schon fast bei einer Viertelstunde, also ich denke, ich werde die dann halt variieren, je nachdem, wie lange ein Match geht. Aber ich denke mir, jetzt muss man halt nach dem Return von Butcher Bill Bacon halt nochmal Stress machen. Besonders wenn Sami Zayn jetzt hier so komisch ankommt, ey, dann wird er jetzt erstmal verhauen. Jetzt hole ich mir gleich Stühle raus. Oh, Mist. Das Match ging anscheinend schon los. Egal. Da haben wir jetzt aber trotzdem den Zayn gezeigt, wo der Hammer liegt. Nämlich da auf dem Boden. Ja, gut. Das war ein kurzes Match. Oh, jetzt ist Renee Young und wir haben ein Interview. Welche Taste ist A? War das die? Oh shit, ich habe die falsche Taste gedrückt. Mann, Xbox-Controller sind so scheiße, ne? Jetzt konnte ich nur eine Antwort geben. Voll Kacke, aber zumindest ist das Egoistische gestiegen. Finde ich natürlich gut. Macht schon echt Bock, wieder das Spiel zu spielen. Kann ich hier noch irgendwo eingreifen? Zum Beispiel hier oder da oder da oder da oder da oder da oder da? Und dann, nö. Anscheinend doch nicht. Du hast verloren, ja. Kann man halt sehen, wie man will. Oh, und hier haben wir unser großes. Erstes Pay-Per-View, wo wir nochmal gegen Zayn antreten, wo wir ihn einmal mit den Hammer mal gezogen haben. Es war ein normales Match, aber diese Option kannst du erst auswählen, wenn du dich entschieden hast, ob du eine Hauptroster-Champion zu kämpfen. Okay. Aber, wie heißt es, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, nämlich mit, was ist das hier? Ach, juhu, hier gibt's Achievements. Werde fünfmaliger Intercontinental Champion. Oh. Also so ein paar Zeugs, die wir halt hier so haben. Guck mal, man kann sich auch zurückziehen. Du kannst diese Option erst auswählen, wenn du die Hall of Fame in Frage kommst. Spiele weiter meine Karriere, um diese Funktion weiterzumachen. Das ist cool. Man kann sogar dann. Ah, gibt es noch Eigenschaften und Fähigkeiten, die wir verbessern können? Zum Beispiel einmal unsere Ausdauer, die möchte ich gern verbessern. Weil die Ausdauer war jetzt im letzten Zug eher nicht so krass. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen, aber da. Guck mal. Ach jo, hier haben wir unsere Punkte. Ja, gut. Wir haben eine Pin-Kombo. Während des Griffs B drücken, erscheint das. Pin-Kombo erstellt einen Move. Naja. Hier haben wir bestimmt auch noch irgendwas, was wir. Okay, wir haben hier dann halt eben doch nichts. Ich habe nicht genügend TP, um das zu kaufen. Okay, die bekommt man auch anscheinend irgendwie. Ja, muss ich halt gucken. Talente. VC. Kann ich hier einen Show auf? Mache bis zu vier verschiedene Taunts. Special Menü. Elementarleiter Wahnsinn. Die kann ich mal, kann man sich alle kaufen. OMG Moment. Spezialaktionen. Hammer Throw. Turnbuckle. Bla bla. Kann ich hier irgendwas mit einem Spear holen? Das wäre nämlich richtig geil, wenn sie nämlich so ein Riese, der dann ein Spear macht. Das wäre echt mega nice. Apron zu Apron Suplex, Catching Finisher, Double Finisher. Was ist da ein Double Finisher? Erledige zwei Gegner mit einem Chokeslam. Boah, das ist schon echt nice. Ausbrecher, schmettere die Gegner durch die Käfigwand. Ja. Ne, ich glaube, meiner ist zu groß, um so ein Ding zu machen. Zellteilung. Stoße deinen Gegner durch die Zellwand. Dieser Move ist verfügbar, wenn die Zelle leer ist.
Ausbrecherkönig, ja, okay. Für die guten Sachen, zum Beispiel einen Tisch. Den will ich mir auf jeden Fall kaufen. Weil den Tisch, den kann man echt schön nehmen. Da muss ich mir den auch holen. Ja, ein paar Sachen. King of Swing, was ist das? Jetzt geht's rum und mache einen Giant Swing. Na, das ist auch geil. Ja, ich werde mir halt so ein paar Sachen dann halt aussuchen. Je nachdem, wann dann halt so was kommt. Ja. Was gibt's noch? Einzug, Manager. Habe ich einen Manager? Ich glaube, ich habe mir einen Manager gekauft, oder? Ich meine, dass ich mir einen Manager gekauft hatte. Ja, genau, Niki Bella hat mich mir gekauft. Aber ich weiß nicht, wie man die einsetzt. Ach genau, ich muss dafür Face werden. Ach ja, genau deswegen, das war ja mein Ziel, etwas faciger zu werden, um die einzusetzen. Geil. Ja gut, das war's dann für das Return von Butchable Bacon. Dann sehen wir uns in der nächsten Episode mit dem Pay-Per-View-Match. Das Five-Star-Match aller Five-Star-Matches. Sami Zayn vs. Butchable Bacon. Boah, jetzt habe ich den Namen verkackt. Nein. Egal, macht mir auf jeden Fall Spaß, wieder dieses Projekt weiterzumachen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.